Heute muss ich die Brutboxen vorbereiten für meine Prosopocoilus-Arten. Ich habe im Moment 3, Hasterti, Giraffa und Dalmani bei mir in Zucht. Und ich werde für diese 3 Arten eigentlich ein ähnliches Setting machen, aber natürlich für die eher seltenere Art dann das beste Material brauchen. Das ist bei mir Hasterti Moinieri von den Salomoneninseln. Da gibt es nicht viele davon in Europa, die diese Art züchten, also muss ich mir da auch mehr Mühe geben, die Art möglichst zu erhalten bei mir im Käferkeller. Material braucht man eigentlich, was man hat, am besten das Beste. Für mich ist das Beste hier solches Holz, das ist Eiche, ein Stück schönes Eichenholz, ohne Kernholz, das heißt das Eichenstück ist vielleicht, der Baum war vielleicht 10, 12 Jahre alt und hat noch kein Kernholz. Im Unterschied zu den älteren Eichenbäumen, hier sieht man ein Beispiel, wo dann nach einer gewissen Zeit das Innere des Baumes aus unglaublich hartem Kernholz besteht, das auch von den Larven dann praktisch nicht mehr verarbeitet werden kann. Hier sieht man so ein Stück von einem Kernholz von Eiche, an dem Larven unglaublich herumgefressen haben. Aber vom Geräusch her hören Sie, das ist immer noch steinhart und das kann Jahre dauern, bis ein solches Stück, das da aussieht wie eine Skulptur, dann völlig aufgebraucht wurde und zernagt wurde von diesen Larven. Das ist auch natürlich Eiche, das sieht man hier, deshalb ist das so unglaublich hart. Nicht nur hart, sondern auch sehr sauer. Der pH-Wert von Eiche, der liegt zwischen 2 und 3. Das ist also fast der Säuregrad von Essig. Das heißt, es gibt noch andere Arten, wie sich die Bäume schützen können vor Fressfeinden, als nur mit der Rinde, sondern auch mit der Härte des Holzes und natürlich mit dem Säuregrad. Die meisten Leute machen das so, dass sie die Rinde entfernen. Das mache ich auch so, weil die Rinde ist ja nichts anderes als ein Schutzschild gegen Insekten, gegen Pilze, gegen Bakterien, eigentlich gegen alle Organismen, die versuchen, das wunderbare Holz des Baumes aufzufressen. Und da gibt es viele, die das versuchen, natürlich auch viele Insektenarten und viele Käferarten, wie wir sehen. Denn unsere Käfer, die fressen sehr gerne nicht jetzt unbedingt das frische Holz, das lebendige Holz, sondern hier das weißfaule Holz. Und natürlich, wenn man jetzt die Rinde da, diesen Schutzschild des Baumes entfernt, dann ist das Weibchen auch eher motiviert, da Eier abzulegen, weil sie natürlich riecht, dass das wunderbares, weißfaules, schönes, weiches Holz vorhanden ist. Hier sieht man noch den Zopfen, wo dieses Holzstück beimpft wurde. Es war mal Shiitake da drauf, das ist jetzt ungefähr 8 Jahre alt, das Holzstück, und es ist jetzt wunderbar schön weich. Man sieht hier diese Fasern des Holzes, die da rauskommen aus diesem Holzstück. Das ist ideal für unsere Käferarten. Und auch selbst an der Rinde unten dran hat es da noch ein bisschen solche kleinen Stücke mit dem Myzel des Pilzes dran. Das knabbern dann die Riesenkäfer, die Dynastiden, Megasoma und so weiter, dann auch gerne ab. Also ein wunderschönes Holzstück, klar, das kriegt man nicht überall, in Europa sowieso nicht, in Japan vielleicht noch, aber auch da wird das teuer werden, weil wenn man das importieren will nach Europa, das ist eine lange Geschichte und sehr umständlich. Am besten ist es, wenn Sie das selber machen, indem Sie Shiitake-Brut kaufen und Eiche selber beimpfen mit Ihrem Försterregen, wo man solche Baumstücke findet. Ich habe das System ja auch beschrieben bei mir im Channel, wenn Sie da nachschauen. Das ist natürlich ein wunderschönes Stück. Da werde ich ganz sicher für Hasterti Moinieri brauchen, weil solche Stücke findet man sehr selten. Natürlich kann man auch andere Hölzer nehmen. Das ist zum Beispiel Buche hier. Auch das hier ist es weich und faserig, weil das Lignin bereits abgebaut wurde. Deshalb ist es ja auch weißfaul. Und das ist eigentlich der ideale Zustand, solange es noch wirklich weiß ist und nicht zu schwarz und so, für unsere Hirschkäferlarven. Ja, oder man greift zu der Methode,
ich auch schon beschrieben habe, und offeriert den Tieren eine solche sterile Kimchi-Petflasche. Da hat sie ja ursprünglich Zeigemehl drin gehabt, mit dem Myzel von Pleurotus pulmonarius, der da langsam durchgewachsen ist bis da unten. Vielleicht ist er jetzt noch nicht ganz durchgewachsen, den lasse ich vielleicht noch ein bisschen so stehen, damit er weiter wachsen kann. Schauen wir die nächste Flasche an. Ja, die ist wunderschön bis unten davor. Da sieht man auch bereits Ansätze, wo der Pilz rauswachsen möchte. Nehmen wir mal da oben ein Stück weg. Unten ebenfalls, dann kann nämlich die Hirschkäferdame, die Prosopocoelus Dame, die sich da reingraben, von oben in diese Kimchi-Flasche und auch natürlich von unten, da mache ich jetzt unten auch noch den Boden weg. Und wenn Sie dann auch wollen, können Sie sogar noch hier auf der Oberfläche noch eine Art Fenster rausschneiden. Dann kann der Käfer, auch wenn er von oben darunter taucht und gerade in die Gegend kommt, kann er dann da gleich ein Loch reinbuddeln und da auch seine Eier ablegen. Ja, das ist so das Grundmaterial für die Box, die ich verwende. Ich brauche eigentlich, ich habe so eine Standardbox für solche Sachen. Das ist diese 22 Liter Box von einem großen Möbelgeschäft. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Da unten hat es eine Lehmschicht, die ich eigentlich fast für alle Hirschkäferlarven, aber selbst für Rosenkäferlarven brauche als Boden für die Brutcontainer. Warum? Weil das eine gleichmäßige Feuchtigkeit bietet im Substrat drin, ohne dass es zu nass wird und ohne dass es zu faulen und zu stinken beginnt und Gase entstehen, die für die Larven ein Problem sein könnten. Das ist ein wunderbarer Boden. Da kann man, wenn man das nicht macht, ist genau ein Töpferton, natürlicher, den ich da verwende. Wenn man will, kann man natürlich auch da noch ein bisschen normale Gartenerde obendrauf legen. Würmer vielleicht, wenn man es gerade sieht, wegnehmen, das so ein bisschen festpressen und dann kommen eigentlich dann da die Originalhochstücke, die man vorbereitet hat, einfach drauf. Das hier, da diese Kimchi-Flasche, wo haben wir die da? Man kann also, wenn man so viel Material überhaupt hat, muss man natürlich auch nicht sparen damit und kann wirklich den Tieren ein ganz großzügiges Angebot machen, wo sie sich aussuchen können darin, welches Stück Holz ihnen am besten gefällt. Also wenn man so viel Material hat, dann kann man natürlich das da oben auch noch so auffüllen. Dann haben die Weibchen auch hier, oder wenn man eins reinsetzt, hat das Weibchen hier auch die Möglichkeit, dann richtig auszusuchen, wo sie ihre Eier ablegen will. Und nachher deckt man das natürlich dann schön zu mit diesem Material. Man kann auch diese Reste des Holzes da noch ein bisschen verwenden, auch zum Teil von der Rinde, wenn man will, noch ein bisschen dazugeben. Aber vor allem würde ich das jetzt einfach mit einer Art Flecksäul zudecken, dass das Weibchen relativ schnell und einfach darunter tauchen kann, auch zu den Hölzern, die eher ein bisschen verborgen sind, im tieferen Bereich der Box. Voilà. Und dann kommt es darauf an, was man oben als Abdeckung machen will bei der Box. Ob man einen flachen Deckel aufsetzen will, dann darf man natürlich das Substrat nicht bis ganz oben auffüllen, denn sonst haben die Tiere, die erwachsenen Tiere, da keinen Platz mehr, um sich zu bewegen und da ans Beetle-Jelly zu kommen und so weiter. Also wenn man das mit dem Deckel macht, müsste man jetzt also spätestens aufhören, damit die noch ein bisschen Platz haben, um sich da zu bewegen. Es ist ja nicht so, dass die einen riesigen Volierenbereich brauchen, wo die täglich herumfliegen können. Das machen Hirschkäfer eigentlich relativ selten. Die sind relativ ortstreu, wenn sie das vorfinden, was sie brauchen. Frische Früchte und einen Partner. Gerade bei den Weibchen ist es so, die sieht man eigentlich praktisch nie von den Hirschkäferarten. Die sind meistens damit beschäftigt, im Untergrund gute Orte zu finden für die Eiablage und sich da durchzunagen durch dieses Substrat. Wenn Sie aber natürlich oben sowas aufsetzen wollen oder gerade eine ganze Kiste nochmals obendrauf, dann können Sie sogar noch ein bisschen weiter da auf
für den wichtig ist, dass das Substrat da einigermaßen kompakt ist. Die Hirschkäfer sind ja oft eher im Wurzelbereich von Bäumen zu finden und deshalb ist es auch gut, wenn der Boden ein bisschen kompakt ist. Oben abdecken, mit Rinde ist immer gut, viele Hirschkäfer, wenn sie auf den Rücken fallen, haben Schwierigkeiten, sich nachher wieder aufzurichten. Man gibt ihnen am besten da irgendwelche Möglichkeiten, um sich da festzuhalten und vielleicht oben auch noch eine Idee in Form eines schönen Weißfallenholzstücks, das den Weibchen signalisiert, hier ist der ideale Platz für meine Nachkommenschaft, hier hat das beste Material, das sie brauchen. Und dann ist der Prozess in der Käferzucht, der meistens das schwierigste ist, nämlich der Prozess der Eiablage, eventuell auch gut zu meistern. Ja, viel Erfolg, danke fürs Zuschauen.